Was geht, Freunde? Euer Lieblingssohn Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und heute sind ein paar sehr komische Sachen passiert. Shatama war sauer auf mich und ich wurde hintergangen von den Sonnenkriegern. Viel Spaß beim Schauen. Hast du es jetzt noch nicht verstanden oder was? Es ist entweder gibst du die ganzen Relikte, dass ich in den Shatama geben kann, oder diese blöde Festung wird gesprengt. Oder wir holen dich einfach. Sag mal, du holst gar nichts. Kiro, was genau möchtest du mit diesen Relikten anfangen? Erklär's mir plausibel. Die Relikte sind da für Shatava. Shatava muss nämlich stärker werden. Shatava ist doch in Ketten. Shatava muss endlich ausbrechen. Verstehst du das? Wie würdest du dich fühlen, wenn du in Ketten wärst? Und es gibt eine Möglichkeit, dich zu befreien. Junge, das Einzige, was ausbrechen muss, ist Shatava aus deinem Gehirn, Mann. Du bist verrückt geworden. Nein, das ist eben nicht so. Ihr seid süchtig nach der Sonne oder irgend so ein Quark, Mann. Und denkst du wirklich, dass die Relikte dein Shatava helfen oder wie? Sie werden nicht helfen. Sie werden ihnen diese Wut wegnehmen von euren dämlichen... Kiro, guck mal, du suchst doch Seelen, richtig, für Shatava. Oder nicht? Ja, und ich sehe hier eine Seele, zwei Seelen. Gut. Und ich spüre da oben auch noch eine Seele. Weißt du, was der Unterschied zwischen uns und euch ist? Ja. Wir wollen keine Menschen verletzen. Wir wollen euch gar nicht angreifen. Wir haben unsere Relikte und unsere Relikte sind unsere Seelen. Und was wollt ihr damit machen? Guck mal, was wir mit diesen Relikten machen wollen, wir wollen diese Festung einfach fertig machen. Das ist der Punkt. Okay, und was ist das Ziel von euch? Ja, das ist das Ding. Ich weiß nicht, was am Ende passiert. Ich schwöre dir, ohne mich anzulügen, ich weiß es nicht. Und du machst genau dasselbe wie ich doch eigentlich. Du gibst irgendeinem Sonnengott die Stimme und folgst einfach seinem blödsinnigen Bahn. Und aber das ich ist das, was Frage du mir die ganze Zeit vorwirfst, aber machst es doch selber. Aber er möchte keine Menschen verletzen. Darum geht's doch gar nicht. Weißt du, was am Ende passiert? Vielleicht explodiert die komplette Insel. Weißt du überhaupt, wer der Sonnengott ist? Weißt du überhaupt, in was für einer Verbindung er zu Shatava steht? Er ist mir ein Begriff. Ich glaube, irgendwas mit Verwandtschaft war da. Ich bin aber nicht ganz aufgeklärt. Du checkst es einfach nicht. Ganz ehrlich, was glaubst du, warum Shatava dich benutzt? Du wirst irgendwann fallen. Er möchte alles zerstören und wir sind da, um den aufzuhalten. Aber du lässt es nicht zu, weil du für ihn kämpfst und irgendwann wirst du fallen. Irgendwann wirst du sehen, er wird dich behandeln wie der größte Dreck. Er wird dich anschreien, er wird dich verbrennen. Bla. Du redest mir zu viel. Mir wurde gerade ein Name zugeflüstert. Was willst du von mir? Was willst du eigentlich? Geh du mal weg. Ey, hör auf zu fighten. Hör auf zu fighten, Bro. Okay, mir wurde gerade ein Name zugeflüstert. Vielleicht sagt er euch was. Massau. Komm, mein König, nicht zu nah. Ey, woher weißt du seinen Namen? Das wurde mir gerade zugeflüstert. Was machst du hier, die Chicken Wing? Warte mal, ey, Sonnenkrieger, baut mal eine Formation, let's go, alle Formationen. Alles klar, Leute, eine V-Formation. Warum sagst du nicht Bescheid, wenn die Verrückten hier 3, 2, sind? 3, 2, 1, hot. Steinchen, los geht's, Rugby. Warte, ich laber dir. Holt alle eure Bogen raus. Die Gummibärchenbande ist vereint. So, warte. Bin nicht frech. Hört zu, bevor wir reden. Ey, Digga, boah, das kann doch nicht sein. Warum hat er auch jetzt noch so ein scheiß Schwein, Alter? Das kann nicht sein. So, ja, er hat alles bekommen einfach. Dann geht mal in Formation. Ja, mach das mal. Ich hab gesehen, wie gut das funktioniert. Ja, ja, hör mal zu. Wo ist denn euer Läufer? Da ist er ja. Woher weißt du über den Sonnengott Bescheid? Hältst du mich jetzt gerade wirklich für so dumm oder bist du so dumm? Ist das jetzt gerade wirklich deine Frage, deine ernst gemeinte Frage? Ey, Kian, Kio können wir eh nicht killen. Wir müssen auf Steinchen buchen. Ja. Ja, dann zielt mal auf Steinchen, mach das. Du weißt, du kennst die Macht vom Sonnengott Massau, richtig? Ist mir ein Begriff. Du kennst die Macht noch nicht. Ich kenne die Macht noch nicht von eurem Sonnengott. Ja, wird es Zeit, dir die Macht zu demonstrieren, würde ich sagen, okay? Oh, Steinchen, ich zitter schon. Oh, ich hab auch voll Angst. Denn ich sage dir, in solchen Situationen hat der Sonnengott uns schon so oft befreit und er wird uns niemals im Stich lassen. Und ich verspreche dir, wenn ich ihn jetzt rufe, wirst du dein blaues Wunder erleben. Hast du's dann? Ich hab Hunger. Ich will jetzt mal was essen. Ja, langweilt mich. Das ist meine letzte Chance. Ich sage es dir. Sag es. Sag es, Kian. Entweder du verschwindest jetzt. Sag es, Hugelibubele. Oder du wirst die Macht der Sonnenkrieger zu spüren bekommen. Ja, komm, zeig mir endlich die Kraft, von der du sprichst. Ich sag dir ganz ehrlich. Du machst einen Riesenfehler. Ja, wirklich. Ich erhöre dich, Sonnengott. Massau, zeig uns deine Macht. Hey, hab das gehört? Steinchen, lass gehen. Das nächste Mal wird es nicht so freundlich sein.
Steinchen! Verschwinde! Die Sonnengottkraft! Ich spüre gerade überall die Aura! Steinchen, lass mal gehen, wir müssen uns. Wir müssen mit Shatter mal reden! Oh mein Gott, Freunde, was war das? Was ist das? Steinchen, was singst du da? Keine Ahnung, Ballermann-Song. Ich muss jetzt mit Shatter mal reden. Viel Glück und Gesundheit. Ja, danke dir. Dir auch, Alter. Ciao. Freunde, was zum Teufel war das gerade? Das ist überhaupt nicht gut. Das sollte überhaupt nicht passieren. Ich dachte, die blöffen einfach bloß. Aber da ist wirklich eine Kraft dahinter. Ich muss mit Shatterbar darüber reden. Das ist echt wichtig. Ich kann das nicht einfach so auf mich sitzen lassen. So, ich brauche diese Sonnenrelikte. Aber ey, sie haben sich jetzt einfach mit dem Falschen angelegt. Wenn sie unbedingt wollen, wenn sie dieses Kaliber ausspielen, ja, dann machen wir das einfach so. So, hallo Shatterbar, ich muss mit dir sprechen. Oh ja, das ist schön, dass du mich erwartet hast. Ich hoffe, du hast auch gerade mitbekommen, was der Sonnengott hier veranstaltet hat. Er hat seine Macht walten lassen. Das ist einfach viel zu krass. Aber soll ich das mit den Relikten machen? Wie soll ich jetzt da am besten vorgehen? Sag mir einfach. Ja, hab ich vor. Komm zu mir. Okay. Wir müssen sie aus dieser Welt verbannen. Ich erkläre dir, wie es geht. Oh, du erklärst mir also, wie es geht? Na gut, das ist gut. Okay, und sollte ich jetzt am besten wieder zu der Sonnenkriegerfestung gehen? Oder wo soll ich jetzt am besten hin? Oh, großer Shatterbar, sag mir, wo ich hin soll. Okay. Dann geht's jetzt ab nach Höllentown. Freunde, ich weiß jetzt gerade gar nicht, um welche Präsenzen es sich handelt. Vielleicht um irgendwie die Sonnenkrieger, weil Shatterbar kann halt eben so viele krasse Präsenzen auch erspüren. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie ein Humbug. Ich habe ja auch vorher Stace seine Präsenz oben an der Treppe spüren können, wie ihr gesehen habt. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich muss jetzt gucken. Ich muss an diese dämlichen Sonnenkrieger-Relikte rankommen. Ich weiß jetzt nicht aber, was ich in Höllentown finden soll. Vielleicht sind da wirklich anderen. Vielleicht sind da die Sonnenkrieger jetzt irgendwo. Ich muss dir nochmal eine klar definierte Drohung ausstellen. Shatterbar hat Präsenzen gespürt. Hier in Höllentown. Ich verstehe es aber noch nicht. Hier ist doch niemand. Hier ist doch gar niemand. Ich schreibe jetzt am besten, okay, also soll euer Sonnentempel darunter leiden. Verstehe. Tobi schreibt, warte kurz. Wir sind bereit zu verhandeln. Okay, ich warte in Höllentown, wenn ihr handeln wollt. Da könnt ihr euer Hokuspokus nicht mehr machen. Jetzt verstehe ich, was Shatterbar damit gemeint hat, dass er Präsenzen in Höllentown spürt. Es ist schon wieder alles durchgeplant von ihm. Er weiß einfach immer alles besser. Das ist so toll. Wirklich, ich fühle mich einfach durch Shatterbar nicht alleine. Und da sind sie auch schon. Die Sonnenbrand-Leute. Wo ist denn dein bester Freund? Kiru! Den habe ich aus der Schusslinie genommen. Ich will mit dir verhandeln. Ja, deswegen ist auch Steinchen jetzt nicht mehr da, dass ihr hier kein Druckmittel habt. Bleib mal stehen. Also, hör zu. Lass uns mal da hoch, er hat recht. Okay. Oh, wo ist denn euer Nullgesicht, hä? Also, hör zu. Guck mal, das Ding ist, ich erkläre dir jetzt ganz kurz die Geschichte, damit du kurz verstehst. Also. Es war einmal. Nein, ich bin jetzt offen und ehrlich, komplett ehrlich. Bitte hör mich. Okay, also wir verhandeln jetzt. Also, die Sonnenkrieger werden nach Schachfiguren betitelt, okay? Das heißt, wir haben einen Bauer, wir haben einen Läufer, wir haben einen Springer, einen Turm und einen König. Also ich sehe nur Bauern. Ja, hör zu. Auf jeden Fall musst du dir vorstellen, diese Relikte sind dafür da, dass wir am Ende die Festung herstellen können. In den Büchern steht, wenn alle Relikte zusammengefügt werden, dann entsteht in der Festung was Besonderes. Es soll vielleicht sogar ein Drache kommen oder so, bin ich dir komplett ehrlich jetzt. Wir haben es aber noch nicht herausgefunden, weil wir die Relikte noch gar nicht aktivieren konnten. Okay. Ich habe mein Relikt erst vor ein paar Tagen bekommen. Dementsprechend. Mhm. Hör zu, wir haben noch ein Relikt und das ist das von Tobi. Das hat er behalten und er ist jetzt auch nicht mitgekommen, weil wir gesagt haben, mit diesem Relikt wollen wir auf jeden Fall die Festung mit machen. So, deshalb, was ich dir anbiete, wir wollen unbedingt diese Festung fertig machen und Tobis Relikt am Ende aktivieren. Du kriegst von uns vieren, sogar Zitashi ist nicht da, unsere Relikte.
aber bitte versprich mir, weil du hast immer gesagt, du hast immer gesagt, richtig, du hast immer gesagt, du bist ein Mann, der sein Wort hält. Ich werde dir die Relikte geben. Ich schwöre dir, ich gebe dir diese Relikte, aber dann lässt du unsere Festung, ich will, dass du mir versprichst, wenn wir dir jetzt diese Items droppen, dass du unsere Festung für immer in Ruhe lässt. Hier braucht es aber kein Versprechen, mein Freund, denn ein Deal ist ein Deal. Ich weiß es nicht, Bruder. Du hast immer gesagt, so Versprechen ist für dich an hoher Stelle. Richtig. Deshalb will ich, dass du hier auch versprichst. Okay, okay, wir können diesen ultimativen Deal eingehen. Wenn ich die Relikte bekomme, dann... Das heißt, du bekommst jetzt Relikt des Homes, du bekommst Relikt des Springers, du bekommst Relikt des Bauers und du bekommst mein Relikt, Relikt des Königs. Ja, so ist gut. Als Beweis, Kiro, ich fange hiermit an. Okay, er will nicht mal, dass ich mein Versprechen aussprechen kann. Besser so. Warte, lass ihn, ja, Mann, bevor du das droppst, Digga, das war knapp, Digga, hör auf damit. Gut, dass ich rede, Alter. So, also, Kiro, let's go, versprich uns das jetzt. Sobald ich die Relikte empfange, aber kriege ich auch Tobis Relikt noch? Nein, das ist ja das Ding. Wir müssen ja mit Tobis Relikt die Festung fertig bauen. Das musst du uns wirklich jetzt überlassen. Sonst zerfällt es komplett. Genau, sonst haben wir alles umsonst und dieses Ding wird ins Wasser stürzen. Und das war alles dann umsonst und wir arbeiten schon seit 4 Wochen daran. Und ich weiß, du bist Schattauer zu 80%, aber diese 20% Kiro, dieses Herz, dieses kleine Herz, was noch in dir ist, so wenigstens das. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Entscheidung, aber solange ich 4 Relikte erhalten kann und ihr nur noch ein dämliches Relikt besitzt, ist es das, glaube ich, schon irgendwie wert. Deswegen verspreche ich euch hiermit beim Erhalt der Relikte, dass euer hässlicher Sonnentempel in Ruhe gelassen wird von mir. Stopp, beim Erhalt der 4 Relikte. Ja. Sonst... Wir wollen jetzt nicht das Kleingedruckte auch noch hinschreiben. Das ist doch, ja, was ich gemeint habe. Ich habe gesagt, Tobis Relikt auch noch und dann machst du wieder so. Aber von mir wird nichts gemacht am Sonnentempel. Was die anderen machen, kann ich nicht beeinflussen. Okay, alles klar. Ist okay, wenigstens haben wir davon Schutz. Okay, dann würde ich sagen, Sonnenkriegerturm. So. Er weiß uns die Ehre. So, Mr. Turm. Ich bitte um Verzeihung, Sonnenkönig, aber... Ich verzeih dir eh nicht, her einfach damit, laber mich nicht voll. Das ist so scheiße, Digga. So. Oh, Mann. Okay. Jungs. Sieht ein bisschen komisch aus und spürt sich... Okay, irgendwas. Sonnenläufer, fisch da. So, Läufer, lauf mal her. Es tut mir leid, lieber Sonnengott, aber ich muss es tun. Ey, Digga. Legt es... Okay. Naja. Alles so, klar. Mr. König. Zitashi wird richtig sauer auf mich sein. Ich drop jetzt erstmal seine. Hier hast du Relikt des Bauern. Oh, Mann. Ey, Zitashi und Masao, ich hoffe, ihr verzeiht mir für diese Aktion jetzt. Hm. Und, Mr. König, wo bleibt ihr Relikt eurer Hoheit? Ich muss es tun. Alter. Ich reiß es dir sonst einfach aus seinen Händen. Du ist einfach, dann können wir endlich die Friedensglocken läuten. Frieden? Digga, ich hab das Relikt. Er erwartet zu viel. Nimm es, Alter. Nimm es und verschwinde jetzt einfach. Für den Frieden! Gut. Relikt des Königs. Okay, und wenn du damit zu Schattauer gehen solltest, dann grüß ihn ganz doll von uns und sag: Du bist ein richtiger, richtig komischer Typ. Das werde ich ihm nicht sagen. Aber er wird es schon gehört haben aus seinem Mund. Deswegen, ich knuff euch jetzt noch auf den Oberarm allesamt. Ja, das gefällt euch. Okay. Ist das jetzt also das Geschäft, was wir abgewickelt haben? Das ist ja ganz toll. Ich werde jetzt erstmal zu Shatawa gehen und ihm davon berichten und diese Relikte geben. Denn er hat mir berichtet, dass es einen Weg gibt, sie zu verbannen. Dieser Insel. Wie? Du willst sie verbannen? Die Relikte können verbannt werden. Das war nicht die Regel. Das haben wir nicht gesagt, Kiru. Das haben wir nicht gesagt. Das sind jetzt meine Relikte. Ich mach, tu und lass, was ich damit will. Nein, bleib stehen, das war nicht die Abmachung. Das war nicht die Abmachung, sagst du.
Nein. Haufen, Bro, wir brauchen. Ich habe jetzt Relikte. Die Relikte. Die gehen euch überhaupt nichts mehr an. Dero, das war nicht Teil der Abmachung. Ihr könnt ja versuchen, diese Relikte aus meinem toten, kalten Händen zu nehmen. Dann verschwinde jetzt einfach. Aber verschwinde. Ich glaube, das wird euch nicht gelingen. Verschwinde einfach dann. Vergeh. Ja, ich habe jetzt was Besseres vor. Tschüss. Okay, Freunde. Es ist soweit. Diese Relikte, ich weiß nicht, die sehen etwas sehr komisch aus. Und ich weiß nicht, sie haben irgendwie nicht die richtige Aura. Ich gehe aber trotzdem damit zu Shatawa. Vielleicht geht ja die Aura hauptsächlich von den Sonnenkriegern aus, weil sie eben Sonnenkrieger sind. Das muss ich jetzt prüfen. Das muss ich jetzt wissen. Ich muss jetzt mit Shatawa darüber reden. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn das nur Plagiate sind, das könnte dann ein Ende vielleicht bedeuten. Freunde, ich habe irgendwie Angst. Ich habe Angst, zu Shatawa zu gehen. Shatawa, ich habe die vier Relikte. Was hältst du davon? Hältst du mich eigentlich für dumm? Das sind nicht die Sonnenkrieger-Relikte. Das sind billige Plagiate. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen schulkompetenten Spieler ausgesucht habe. Es tut mir leid! Ich bin deine rechte Hand. Shatawa, bitte gib mir eine Chance, bitte. Sie haben mich hintergangen, sie sind schuld. Ich hab doch gar nichts. Ich bin rechtfertigen. Okay. Ich gehorche dir doch. Ich habe dir nicht zu viel Macht gegeben. Und das war alles für was ist. Oh Gott, du bist wirklich sehr sauer. Ich guck. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Es tut mir leid, ich lass sie, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht. Geh nur los und besorge die richtigen Sonnenkrieger-Relikte. Wenn du mich noch einmal enttäuscht, kannst du dir denken, was passiert. Hol diese Relikte. Ja. Wenn auch mit Gewalt. Okay. Okay, ich beeil mich. Oh mein Gott, Freunde. Was ist gerade passiert? Er war so sauer auf mich auf einmal. Was ist da gerade passiert? Was ist da? Freunde, ich wurde hintergangen. Also muss ich jetzt wohl gewaltsam dieses Relikt an mich reißen. Nun ist es vorbei.